Willkommen zur Analyse TSM vs. Fnatic. Der Erstplatzierte aus NA gegen den Zweitplatzierten aus EU. Ist der erste Spieltag, also wir haben beide Teams noch nicht spielen sehen. Beide mussten nicht durch die Play-Ins, obviously, durch ihre Platzierung. Beide Teams eher Teamfight fokussiert, so vom Stil her. Fnatic hat zum Beispiel mit der Scaling-Variante, mit der Teamfight-Variante sehr hart auf die Fresse bekommen. Gegen G2. Jetzt ist aber TSM auch kein G2, also auch die spielen etwas konservativer, wenn es mal so nennen möchte. Kurzer Disclaimer, bevor wir anfangen, ich bin nicht 100% eingearbeitet, ich bin mir nicht sicher bei allem, was ich sage, ihr könnt mich gerne Fakten checken, feel free. Ich sage einfach nur, nicht alles, was ich jetzt hier sage, ist unbedingt die Wahrheit, ja. Achtet einfach drauf, wie ich das formuliere, dann könnt ihr Rückschlüsse darauf führen, ob ihr das Fakten checken müsst, slash wollt oder nicht. Ich werde sehr klein, also sehr im Detail darauf eingehen, was hier passiert. Ich habe die Analyse jetzt aber nicht vorbereitet im Großen und Ganzen, sondern werde halt entweder auf den Makro-Part eingehen, vielleicht auch Teamfight-Parts, vielleicht werde ich irgendwelche Details da hier reinnehmen, die man sonst vielleicht weglassen sollte. Ich bin nicht präpariert. So. Nicht sonderlich gut präpariert. Gut, was wir sagen können, Caitlyn ist zum Beispiel mal ein NA-Champ gewesen schon. Doublelift spielt eine sehr gute Caitlyn. Hat aber Caitlyn nie bekommen in den NA-Playoffs sogar. Das habe ich extra nachgeschaut, welche Champ-Pools die ADCs haben. Beide ADCs bringen sehr heavy auf Ashe und Senna. Doublelift spielt fast ausschließlich Ashe. Und Reckless fast ausschließlich Senna, zumindest in den Playoffs der jeweiligen Regionen. Interessant hier zu sehen ist, dass TSM sich quasi nicht für den Weg entscheidet, den G2 genommen hat. Also G2 hat eigentlich immer Evelynn gebannt oder Lucian gebannt. Und das gibt Fnatic hier die Möglichkeit, für Lucian First Pick zu gehen. Das ist kein wirklicher Flex Pick, das ist einfach nur Mitte. Es gibt aber Mitte außer Syndra, es gibt einfach sehr wenig Midlaner, die man aktuell noch gegen Lucian spielt. Das kann sich im Laufe des Turniers ändern, wenn man Lucian überhaupt offen lässt. Witzigerweise in dem Game davor, LGD gegen, wie heißen die anderen denn noch? Genji? Ja, ne? Gab es das gleiche Matchup. Syndra gegen Lucian. Und da sah es relativ even aus. In dem Game hier wird es etwas anders laufen, aus Gründen. Da werde ich noch gleich drauf kommen. Ansonsten haben wir mit Nidalee einen starken Jungler overall, also sehr dominant, kann gut invaden, Assassin-lastig und weil TSM relativ Top-Lane-heavy, also TSM spielt relativ Top-Lane-heavy und spielt da ganz gerne Carries, also Broken Blade spielt gerne Jax, hat auch im Finale gespielt gegen Flycrest war es, glaube ich, und Camille auch dabei. Also auch einer der Carries, die gerne gespielt wird von ihm. Man offenbart aber auch seine Top-Seite. Also man hat jetzt genau Zero Flex-Picks. Ne? Also Syndra Botlane wird eigentlich nicht mehr gespielt. Und TSM hat ihre Top-Lane einfach, Top-Seite einfach schon offenbart, mehr oder weniger. Aber ist eine starke. So, ist halt sehr Skirmish-lastig und nicht ganz so Teamfight-heavy tatsächlich. Also Nidalee ist kein guter Teamfighter per se. Camille kann zwar Teamfighten, aber ist auch da nicht so super insane drin. Es gibt bessere Top-Lane-Teamfighter. Auf der Gegenseite hat angesprochene Lucian-Evelynn-Verbindung. Warum ist Lucian-Evelynn zusammen gut? Lucian ist der stärkste Midlaner, den es im Moment gibt. Und Evelynn braucht ja diese kleine Ruhephase, möchte ich das fast nennen, bis sie Level 6 hittet und dann Invis wird. Und dann einfach nur, weil sie Invis ist, Pressure auf die Map bringt. Das wird im späteren Spielverlauf auch sehr, sehr relevant werden, um das Game nämlich zu gewinnen. Ansonsten Rakan auf den Worlds absolut gern gesehen. Rakan scaled extrem gut. Hat nicht so die starke Laning Phase, aber man spielt im Moment auf Botlane sowieso fast ausschließlich zu Utility Champs. Also Utility ADCs, Utility Supporter, also Supporter mit Utility, aber die müssen nicht unbedingt Lane-dominant sein, ja. Die Bans hier von TSM sind Twitch, weil Twitch Rakan viel gespielt wurde. Wenn du jetzt zum Beispiel
ab Level 6 wird es sehr schwer werden, Rakan Twitch vom Scalen abzuhalten. Warum? Evelyn's Invis hat also quasi ihren Power Spike mehr oder weniger erreicht, beziehungsweise kann immer da sein. Und Lucian hat Mitte Prior. Im Normalfall. Das heißt, man möchte hier nicht, man möchte dieses super harte Scaling von Twitch Rakan verhindern. Auf der Gegenseite nimmt man Leona und Lulu raus. Das sind einfach zwei, zum einen Engage und zum anderen Scaling-Optionen, die man. Weil mit Rakan könntest du zum Beispiel eine Lulu Vayne nicht gut handeln. In Lane. Die würden einfach free scalen. Und Leona zum Beispiel ist gut gegen Rakan, weil er festgehalten werden kann. Relativ easy. Point-and-click-CC und so. You know the drill. Dann kommt hier mit Senna noch ein Standard-Pick, den kann man so erwarten. Ashe wäre absolut terrible gegen Evelyn und Co. Und Alistar kommt raus. Alistar sieht man sehr selten im Pro-Play, weil du mit Alistar die ersten paar Level der Lane immer abgibst. Also Alistar hat keine Laning-Phase. Die ersten paar Level bist du ein Midi-Champ ohne Combo, weil Alistar kommt sehr hart über das Level 3. Ab Level 3 kannst du All-In. Ist aber gegen natürlich gegen eine gute Botlane nicht machbar, okay? Du wirst, die Lane wird gestackt, dann wird die Lane reingepusht und du wirst niemals eine Option finden, um einfach so eine Combo reinzuballern. Kennt ihr aus Solo Queue probably nicht. Man muss dazu sagen, Alistar kommt hier wahrscheinlich relativ unpunished durch, weil du mit Evelyn ja einen Champion hast, der nicht early invaded selbst. Ja, das heißt, die reingepushte Botlane ist jetzt nicht so tragisch für TSM, weil Evelyn nicht den Invade suchen wird. Im Normalfall gegen Nidalee. So, schon ein bisschen vor. Guten Morgen. Na? Dann gehen wir in Game. Dankeschön. Super Sache. Ich werde gleich im Verlauf der Landing Phase ein bisschen über die Win Conditions der beiden Teams reden und so. Aber das ist doch jetzt erstmal einen sehr smarten Move von TSM. Ich fand den Move sehr smart. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass Bjergsen quasi hier vormoved und die Vision nehmen möchte von Nemesis. Nemesis wird probably die Leute hier hinten nicht sehen können. Einfach nur, weil er Bjergsen aggressiv vormoved und den traden möchte, macht Bjergsen quasi Platz, damit TSM den Welt spielen kann. Das ist eine präparierte Situation, die hat man wahrscheinlich in Scrims geübt. Hier übrigens die gleiche Nummer. Spicker läuft vor, möchte gerne Evelyn traden und weil der Fnatic sich für eine defensive Grundaufstellung entschieden hat hier, wo sie in einer Reihe stehen, einfach nur die Eingänge spotten wollen, lässt man TSM hier reinmoven. Jetzt ist die Sache natürlich die, man bekommt jetzt nicht viel, außer ein Redside Ward. Also du kriegst jetzt hier probably ein Redside Ward, stellen die überhaupt eins? Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich ja. Ja. Ist jetzt nicht zu gut, aber ist halt trotzdem nice. Ne? Du kriegst halt die Side Vision rein. Das ist ganz gut. Overall. Die Chinesen haben eine ganz andere Werbung. Witzig. Jawohl. So. Das möchte ich gerne auch auf ihrer Red Side starten. Eine Idee könnte zum Beispiel sein von TSM. Eigener Red Buff Start into enemy Red Side, enemy Red Buff Invade, wenn Mitte einigermaßen even ist. Stattdessen gibt es hier einen Invade Level 1, Late Invade von Fnatic. Wobei Ophros richtig motiviert ist und in die Leute reinflasht. Aber dafür hat TSM den Damage natürlich überhaupt nicht. Ne? Also Senna hat am Anfang relativ wenig DPS, also schon sehr wenig. Jhin ist da 10-mal stärker, wenn man nur die AD Carry sieht. Dann hat Fnatic so noch eine Überzahl. Und Nidalee ist auch kein Champ Level 1, wenn wir ehrlich sind. Ne? So, das führt jetzt allerdings dazu, dass wir sehen können, Mitte schon Level 2 hittet, während Nemesis noch Level 1 ist. So, und das wird langfristig das Matchup negativ beeinflussen. Zum einen, weil Nemesis das schlechter spielt, als man das in dem Game davor gesehen hat, zum Beispiel zwischen Genji und JDG. Da wurde das Matchup auf jeden Fall sehr viel besser gespielt vom Lucian. Und in dem Fall hat er jetzt Level Disadvantage. Und das führt jetzt dazu. Also der Vorteil des Invades ist First Blood, obviously.
Und dass du selbst den ersten Buff für Evelynn securen kannst und ein bisschen weißt auch, wo Nidalee ist, beziehungsweise hast Nidalee auch. Du hast ein paar Minions von der Nidalee weggenommen, ne? Jetzt aber die Problematik, dass Nidalee hier sagt: Okay, warte mal, ich habe doch Mitte-Push. Und Mitte und Jungle sind natürlich immer sehr hart miteinander verbunden, ja? Heißt, in dem Fall läuft Nidalee einfach rein und weil sie Mitte-Prio hat, Prio bedeutet, die Syndra hat Mitte die Minions reingepusht in den Tower und kann jetzt zuerst moven, ja? Während Lucian Mitte noch die Minions annehmen muss, kann sie jetzt hier diesen Raptor für sich klauen und auch die Topside nehmen. Und wenn wir kurz in die Jungle-Quadranten schauen, sehen wir, dass Evelynn den Red Buff genommen hat, die Reste von dem Raptor-Camp genommen hat, den großen Raptor hat auch Speaker bekommen, also Nidalee. Dann ist Nidalee hier rumgelaufen, hat gesehen, okay, ich habe Mitte-Prio, warte mal, dann können wir doch hier invaden. Und jetzt invadet sie die Topside. Auch Toplane hat übrigens Prio, also auch die Camille hat Prio über Volibear. Ob es so sein sollte, keine Ahnung. Vielleicht lässt er sich auch fallen, weil er erwartet hat. Ich weiß es nicht genau. Da habe ich Toplane zu wenig Ahnung von. Aber im Grunde genommen kann man jetzt dann hier die Jungle-Quadranten, die beiden Topside-Jungle-Quadranten nehmen. Also Topside Blue, Topside Red. Und hat insgesamt mehr Minions. Beziehungsweise die Solo-Lanes können machen, was sie wollen, pretty much. Während du auf der unteren Linie sowieso schon reingepusht wirst, weil du Alistar gepickt hast. Divebar sind die auch nicht, weil Evelynn, Rakan, Jhin, die haben zum einen nicht den Damage und zum anderen hat Alistar genug CC, wisst ihr? Und deswegen ist der Setup, also der Prinzip mit dem Level 1 Invade gar nicht so gut für Fnatic ausgegangen. Wir haben zwar First Word bekommen, aber in der Lane, wo jetzt ein Jhin sowieso nicht groß snowballen wird, aus dem Lead heraus. Also es wäre schon sehr merkwürdig, wenn man auf Seiten von TSM hier Botlane verlieren, also quasi mit Kills verlieren würde. Und deswegen war das am Ende des Tages gar nicht so geil für Fnatic, der Late Invade. Ja. Erstmal passiert jetzt hier nicht so viel, ne? Speaker farmt noch seine Topside. Evelynn ist ein bisschen schneller geklärt. Ist deswegen schon Level 4. Aber ist erstmal alles nicht so tragisch. Eine Sache, die ihr vielleicht als Supporter merken könnt, ist, Philistang geht Base, also quasi die Fnatic Botlane based. Und Philistang moved die Mitte runter und geht dann mit dem Jungler zusammen hier Vision stellen, ja? Beziehungsweise covert seinen Jungler. Weil unten braucht Reckless ihn jetzt noch gerade eben nicht. Und moved jetzt erst runter, wenn es quasi darum geht, die Wave zu pushen. Alistar, noch immer flashlos, wird hier engaged und auch runtergerannt. Der Ignite ein bisschen spät, aber reicht am Ende des Tages doch, um den Kill zu nehmen. Da muss er theoretisch einfach ein bisschen mehr respektieren, der Alistar. Hat vielleicht nicht mit der Evelynn gerechnet, aber wo soll die sonst sein? Weil es war ja, wenn wir jetzt im Spectator-Modus sehen, dass Evelynn in den unteren beiden Jungle-Quadranten sein muss, dann muss auch Alistar wissen, also muss das gecallt werden, dann muss auch Alistar wissen, dass Evelynn im Bot-Side-Quadrant ist. Vielleicht die Berechtigung genug Damage haben, ne? Reckless übrigens auch mit so einem seiner Fetische, ne? Er steht unheimlich hart auf Boots und gönnt sich hier direkt Boots zum Start. Macht auch super vielen Champs. Bei Attack Speed Boots habe ich noch Verständnis für, weil die auf vielen Champs tatsächlich sehr helfen. Bei Jhin, Dreier Boots First Rushen, wenn du eine Pickaxe haben könntest. Not sure. Weil die Pickaxe hätte gerade den Unterschied gemacht, ne? Die Pickaxe hätte gerade eben den Kill halt gemacht, ohne Ignite nutzen zu müssen. Beziehungsweise den Kill auch für sich selbst gebracht. Hier oben gibt es einen sehr, sehr unlucky Gank, möchte man nennen. Wo Bippo gerade im Level 6 hittet. Das muss aber Rockmate eigentlich wissen. Dass er Level 6 wird. Weil die haben gleich viel CS, ne? Die werden probably nicht viel CS gemisst haben. Bei ihrem Back jeweils. Und er muss wissen, dass Level 6 around sein kann. Und mit Level 6 kriegt Volibear eine ganze Menge Leben dazu. Das ist nicht so nice.
Gut, aber wir sind noch in dem Bereich, wo, also ist es auf jeden Fall nicht schön für TSM, aber was hat TSM Sign-Up denn überhaupt im Angebot, so overall? Eigentlich sollte TSM, also der Ziel von TSM muss sein, dass Nidalee die Evelynn rausnehmen kann, at best, ja? Das muss im Best Case passieren. Passiert bisher noch leider überhaupt nicht, muss aber auch jetzt noch nicht passieren, kann später auch noch passieren. Ansonsten haben wir eine relativ gut spikendes Team bei, also sobald TSM das erste Item hat circa, kann man wahrscheinlich wunderbar teamfighten gegen Fnatic's Team. Die brauchen ein bisschen länger. Und du hast Winning Sidelane ab einem gewissen Punkt. Beziehungsweise Pryo von Camille, mit der du arbeiten kannst. Das Game wird allerdings so slowed von der Evelynn, die Perma-Invis ist, dass TSM nicht so gut durchsetzen kann, was die eigentlich vorhaben. Man hat so ein bisschen, man muss sagen, der TSM-Lineup overall hat sehr viel Zoning-Tools. Ne? Also du hast mit Syndra, Senna und Alistar eigentlich eine super geile Comp gegen sowas wie Lucian. Das heißt, wenn Fnatic teamfighten möchte, müssen sie so viel Zoning reinspielen, muss Lucian so viel Zoning reinspielen, dass er nicht so viel Value haben wird. Sie haben auch eigentlich relativ gute Tools gegen sowas wie Evelynn. Wenn Evelynn Flank spielen möchte, geht halt Alistar auf sie drauf oder Camille geht auf sie drauf. Also sie hat genug Leute, um den Evelynn Flank zu contesten. Auch ein Rakan zum Beispiel kann hier wunderbar gehandelt werden. Also isoliert, wenn alle Champs von Fnatic isoliert aufs TSM-Lineup gemünzt werden, hast du Tools gegen alle Champs. Legit. Als Beispiel Rakan ult in 4 oder 5 Leute rein. Alistar kann selber ulten und dann den Follow-up von Fnatic blocken. No? Oder TSM kann wunderbar re-engagen. Der Engage von Fnatic kommt durch, über Rakan oder Volibear, Jump-In, whatever, wie auch immer du engagen möchtest. Und dann kann TSM wunderbar counter-engagen mit vielleicht Syndra Ult-E oder Alistar-Ult-Combo auf das, was Fnatic anzubieten hat. Also rein teamfight-technisch hat TSM dann ein bisschen mehr Tools. Wenn Fnatic's Lineup da ein bisschen schwächer ist. Wenn die engaged werden, at some point haben sie nicht so viel Möglichkeiten. Sind alle zwar mobil und können auch alle nochmal rausjumpen oder so, außer Jhin. Aber Teamfight-Tools hat TSM einfach sehr viel mehr. So, in der Landing-Phase, dass hier Syndra ahead ist, das sollte gar nicht so sein. Syndra muss nicht zwingend ahead sein gegen Lucian. Da spielt Nemesis einfach das Matchup nicht so clean. Botlane ist minimale Head, das ist zu erwarten, ne? nach dem Kill auf Alistar, oder nach den 2 Kills auf Alistar. Toplane Broken wird immer noch ganz gut dabei, obwohl man Level 6, ja, den Gank nicht so gut durchgeführt hat, aber hat auch einen Counter-Gank bekommen von der Mitte Prior. Mit Blick auf Scaling muss ich sagen, ist nicht so einfach zu sagen, weil Evelynn zum Beispiel hat ein ziemlich insanes Scaling. Evelynn ist ja auch die einzige Magic-Damage-Quelle, die einzige verlässliche Magic-Damage-Quelle, die Fnatic hat, aber TSM kann nicht gut Armor stacken. Also du hast Sonyas obviously, aber alle anderen stacken jetzt nicht hart können nicht so viel Armor stacken, weil die auch einfach keine Tanks haben, sehr Carry-orientiert spielen. Deswegen ist dieses Full-AD-Lineup, was Fnatic, nicht Full-AD-Lineup, aber ist AD Heavy Lineup, was Fnatic hier anbietet, nicht so tragisch. Sonst hätte man eventuell ein Problem, aber hier ist es völlig okay, wisst ihr? Also es geht absolut klar. Du hast halt auf der einen Seite hast du einen Senna, die extrem gut scaled, speziell wie Lucian, weil Lucian einfach gar nichts mehr machen kann im Late Game. Gegen Senna, wenn er jetzt nicht hard engaged bekommt, und das sollte er wie gesagt nicht, weil TSM so viel disengage Tools hat, ja, so viel CC. Und allein deswegen ist bei TSM schon scaling technisch alles in Ordnung.
Wobei zum Beispiel Nili fällt nicht wirklich ab, die ist immer noch stark, aber die bringt halt nichts in den Teamfight, kann man auch nicht sidelane, wisst ihr? Also Nili verliert viel Value eigentlich im Super Late Game. Erin weniger. So, Broken Mid oben wird ein bisschen gebullied vom Volibear. Das kann er nicht so gut lane, das ist nicht so schön für ihn. Evelyn auch im Level, also auch CS-technisch einfach ahead. Und im Level ahead gegenüber Nidalee, das ist auch absolut gar kein gutes Zeichen für TSM. Und überall außer Mitte ist TSM so ein bisschen, am Schwimmen. Ne? Ist jetzt nicht super tragisch, steht noch even in Gold, also alles noch in Ordnung. Aber die sind so ein bisschen, die strugglen minimal. Ja, hier passiert erstmal nicht so viel, ne? Ganz normal Landing Phase. Jetzt rotiert man mal eben ganz kurz Mitte mit der Duo Lane. Jhin und Rakan rotieren ganz kurz Mitte, um da für Vision sorgen zu können. Die haben unten eine Wave reingepusht, nutzen halt diese Priority, von der ich eingangs schon gesprochen hatte, um Mitte Vision zu contesten, damit sie unten auch sicher lanen können. Sieht man auf der Minimap jetzt eher. Normalerweise der Spectator schaut eigentlich immer nur auf die Plays oder auf die Lanes. Und der Play hier, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen spitz geworden, als ich ihn gesehen habe, vom guten Broken Blade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er den holen kann. Ich dachte, der wäre einfach safe. Tone hätte sich dann in eine Position gebracht, wo er nicht mehr rauskommt. Aber er hat übel nice gemacht, übel cool gespielt. Die Ult von Evelyn war ein bisschen zu spät. Und Evelyn wird quasi zurückgehalten, weil sie noch in der Ult war von Campbell. Fucking crazy gut an der Stelle. Aus der Situation herauszukommen, ist richtig nice. Ja, natürlich haben wir einen interessanten Backport-Spot genommen, der aber gespottet wurde. Und deswegen gibt es leider einen Kill für die Nili. Auch nicht so geil. Also in dem Punkt, ich will nicht sagen Throat Fnatic, aber an dem Punkt macht Fnatic einfach Fehler, die nicht sein müssten, ja. Das ist die Sekunde gewesen, quasi, in der Stun ausläuft, muss theoretisch Selfmade sofort ulten, um da rauszukommen. Um dann nicht mit 1-1 rauszugehen. So, Fnatic verlagert jetzt hier nach oben, beziehungsweise TSM auch, aber Fnatic ist zuerst auf dem Move. Beide AD-Carries bleiben unten allein. Ist übrigens für Doublelift eine sehr viel härtere Pressure-Situation, weil er nicht genau weiß, wo Evelyn ist. Wobei es sehr untypisch dafür wäre. Also, es wäre sehr weird, wenn Fnatic quasi ihre Supportive-Member, also Hylissang und Brippo und Nemesis, alle nach oben verlagert und dann Evelyn unten bleibt. Und jetzt quasi, Selfmade muss die ganze Zeit versuchen, sich so wenig wie möglich zu zeigen. Also darf nicht gespottet werden von Pink Wards, weil das immer Openings bietet für TSM, einen Play zu forcen. Irgendwo. Versteht ihr? Also, wenn ihr Evelyn seht auf der Map, kann die Gegenseite, wenn die Leute in Position sind, einen Play forcen. Deswegen ist es sehr wichtig für Selfmade, dass er sich nicht zeigt. Aber gut, schon jetzt ist das Game halt sehr, sehr even. Nicht viel passiert. Man sieht halt, Bippo gewinnt immer noch die Lane. Im 1v1.
Aber Camille ist auch einfach sau stark schon. Also das ist jetzt nicht, Schlechtes grundsätzlich. Sam moved hier mit der Botlane hoch. Harold ist das Objective, was ab ist. Der nächste Drake dauert einfach noch ein bisschen. Also man kann hier mit der Botlane hochmoven und den Tower nehmen. Und meanwhile findet Evelyn die Nidalee im eigenen Jungle, was sehr bad ist, aber die kann sich halt einfach reinsneaken. Und die Problematik dabei war jetzt, dass TSM quasi über Lane hier hochgemoved ist mit zwei Carries. Und Alistair war, glaube ich, auch noch dahinter, dezent, um diesen Tower zu nehmen. Das ist an sich erstmal nicht schlecht, weil der Tower ja unbeantwortet bleibt. Nur hat man halt hier die ganze Zeit, also nur weiß halt Fnatic, wo die Vision steht. Also wir haben hier oben einen Pink, das fucking useless ist. In der Sekunde, aber egal. Und dann hier eine Vision-Line, die quasi Selfmade ausreicht, um zu sagen, alles klar, ich kann hier in den Jungle reinmoven, weil ich weiß, dass da keine Pinkwards sein können. Ja, und dann geht da durch für die Nidalee und hat hier halt einen Kill für Lucian aufgesetzt. Was halt sehr nice ist. So. Hier nochmal den unheimlich balanceden Schaden von Nidalee zu sehen, ist auch einfach schön, oder? Macht halt Bock. Mega geil. Der nächste uncontested Tower. Und jetzt muss Fnatic langsam anfangen, da was gegen zu tun. Ne? Also die kommen jetzt alle gerade aus der Base und sind jetzt eigentlich ready, da mal selbst ihren Gameplan durchzuziehen. Und was ich jetzt hier ganz gut finde von Fnatic ist halt, dass sie. Also TSM möchte für Herald spielen. Die sind zu dritt beim Herald. Der zweite Herald ist übrigens sehr viel weniger wert normalerweise als der erste. Der erste ist meistens während der Platings noch. Der erste Herald ging ja auf Broken Blade. Da hat er viel Plating-Gold bekommen, ist deswegen auch immer noch sehr gut dabei. Und Fnatic sagt sich jetzt, okay, fuck it, wir wollen überhaupt nicht teamfighten mit unserer Comp, also noch nicht. Lass uns doch einfach die Map splitten. Map-Split sieht so aus, dass hier Mitte wird contested, Reckless nimmt die Wave hier an, Evelyn gibt den Backup, ist ja Invis, ja, also kann direkt neben ihm stehen und hat trotzdem Backup. Und Voli und Rakan können hier stehen und eine Trap setzen, mehr oder weniger. Das covert im Übrigen auch Lucian. Wenn hier unten über die Lane einen Play gemacht wird, also wenn Camille sich denkt, okay, lass ein Play machen, dann können die beiden sofort reagieren und runtermoven. Die anderen beiden würden auch kommen, weil jetzt wahrscheinlich zu spät. Aber die beiden könnten sofort runtergehen und reagieren. Und hier oben ist gar kein Druck von TSM dann. Ne? Also die Wave hier oben wird probably resetten, wenn Bjergsen Base geht. Wenn Bjergsen nicht Base geht, pusht er die Wave noch rein. Aber du hast halt Zeit. Hier oben verlierst du keine Minions und keine CS, keine Erfahrung, kein gar nichts. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, diese Trap hier zu setzen. So, und viele schlechtere Spieler oder unerfahrene Spieler oder whatever würden hier einfach rein facechecken und sterben, weil sie es nicht erwarten würden. Aber in dem Fall hat man jetzt quasi den Bot-Tower für sich erarbeitet und gegen den Herald getradet. Und dann geht es so auch dem Teamfight, weil ich habe gerade davon gesprochen, TSM hat mehr Teamfight-Tools. Und deswegen will Fnatic hier in dem Fall überhaupt noch gar nicht teamfighten. Warum sollte Fnatic auch teamfighten? Mit der scheiß Evelyn. Die haben eine Evelyn und der kann einen Pick immer zum nächsten Objective führen. So. Alles, quasi ein Game zu riskieren mit einem Teamfight, ist überhaupt nicht notwendig aus Sicht von Fnatic. So. Hier oben hat sich ein Push gebildet Richtung TSM. Die Wave sollte man eigentlich fixen auf Seite von Fnatic. Das wäre not bad. Wird auch hier gebindet mit einem Fragezeichen. So, TSM nutzt Bot den Harold Bot, wenn ich das nicht ganz falsch gesehen habe.
Harold Botland gibt dafür Mitte auf, hat aber dafür die Position auch beim Drake. Fnatic befindet sich Mitte, Death Botland nicht, was völlig fein ist, weil normalerweise willst du über Mitte push zu ins Objectives move, okay? In dem Fall nutzt man Harold. Und jetzt muss sich gleich jemand um den Harold kümmern. Während dieser Drake parallel contestet wird. Brokenblade kann hier bleiben, weil er von hier aus ja auch einen wunderbaren Flank auf den Drake bekommen kann. Wenn Fnatic fighten möchte, kann Brokenblade von hier oben rein flanken. TSM mehr Teamfight-Tools. Allerdings muss Bjergsen dafür TP'en. Ihr seht, der Harold muss angenommen werden. Fnatic splittet sich auf. Wenn Fnatic sich aufsplittet, kann Fnatic nicht mehr den Drake contesten. Wenn TSM jetzt das schnell genug macht, machen sie. Und damit geht der Drake und der Botland Druid an TSM als Trade für den Midland Druid. Einfach nur über Position und Harold rausgespielt, ne? Also ihr merkt quasi, im Competitive Field immer abgetradet zwischen den Objectives. Und das kann man auch so tatsächlich einfach voraus planen. Das sind ziemlich standardmäßige Abläufe. Tja. Was da wohl für eine Statistik ist da unten? No idea, man. So, und jetzt hast du halt die Situation, die sehr ekelhafte Situation, dass du jetzt als Fnatic ins 1-3-1 gehen kannst. Und TSM hat nicht wirklich genug Tools, also nicht genug Engage-Tools, um es zu beantworten. Also du könntest normalerweise, wenn du Engage-Tools hast, auf die Duo-Lane vielleicht engage mit dem Jhin, der ist ja immobil, relativ immobil, würde funktionieren. Jetzt ist allerdings die Sache, dass Evelynn lebt, ne? Deswegen will TSM sich hier zusammenziehen, im Viermann-Verbund, 4-1 spielen im Best Case. Brokenblade braucht hier die Wards, hat die Double Pink Ward zum Glück, sieht also die Evelynn, spottet die Evelynn frühzeitig. Aber diese 1-3-1-Situation ist nichts, was TSM möchte. Also TSM möchte im Best Case relativ gegroupt sein, weil sie Evelynn respektieren müssen. Evelynn kann im Moment wahrscheinlich fast jeden One-Shotten. Und das ist nicht der angestrebte Game-Zustand. Muss sagen, Nidalee hier extrem useless bisher, ne? Also macht einfach genau gar nichts. Kann sich jeden anderen x-beliebigen Jungler auch spielen, hast mehr Tools, mehr Engage-Tools, mehr alles einfach. Ich bin gar nicht so ein großer Freund von Nidalee. Die kann sehr stark sein, aber hat eben nicht immer. So, hier seht auf so Rotationen. Bergsen wollte gerade der Mitte zustoßen, ne? Bei so Rotationen ist es immer brandgefährlich. Zum einen wartet der Supporter schon auf sie, zum anderen ist Evelynn around. Ja, das ist halt immer sehr, sehr heikel. So, warum haut jetzt Bippo nicht drauf auf die Wave wie so ein Ogre? Wofür? Es ist kein Objective Up, es gibt keine Lane, wo man hinrotieren könnte. Leute gehen Base bei Fnatic. Warum sollte er also die Wave versuchen, warum sollte er also die Wave schnell clearen, ne? Er hat nichts zu tun. Mit der Zeit, die er jetzt gewinnen würde, wenn er die Wave schneller cleart, kann er nichts machen. Deswegen lässt er sich ein bisschen Zeit, geht die nächste Wave jetzt schneller und jetzt kann er für Vision gehen, weil Leute wieder auf der Map sind. Also Lucian kommt jetzt aus der Base, Evelynn ist ready, Jhin ist da, alle sind auf der Map und jetzt kann man wieder mit dem Tempo-Vorteil, den man jetzt hier hat, zum Beispiel invaden. Das war der Flash und Double Lift. Sehr schön, wie ich finde. Evelynn kommt aus dem Invis. Der Jhin W-Follow-Up muss direkt geflasht werden. Wenn der Jhin W nicht geflasht wird, ist er ein bisschen doomed.
Und hier haben wir einmal ganz, hier sehen wir einmal ganz kurz, warum die Champs von TSM ganz gut sind gegen Rakan. Ist zwar nicht die von mir angesprochene Skill-Reihenfolge, aber ich hoffe, da kommt ein Replay, sonst gehe ich gleich selbst ins Replay. Ist zwar nicht die von mir angesprochene Skill-Reihenfolge, und trotzdem klappt es halt sehr gut. Man kriegt hier den Kill rein. Hilly ist da ein bisschen, ja, ein bisschen spannend, ne? Und der nächste Flash geht raus. Evelyn kommt aus dem Invis, du musst sofort flashen. Absolut balanced. Danke dafür, Riot Games. Gott liebt euch. So. Und das Replay, ich werde das ein bisschen slowen. TSM mal so einigermaßen gut around. Denkt sich hier, okay, wir können hier vielleicht den Fight spielen auf den Bullybären und generell einen Tank zu engagen, ist nie so attraktiv. Allerdings kannst du einen Alistair in der Position natürlich ultra gut machen, weil er selbst reingehen kann und dann einfach ulten kann und wird dann ähnlich tanky. Der Alistair-Pick übrigens im Kontext des TSM-Lineups ganz gut, weil Alistair eine Frontline sein kann. Auch eine alleinstehende Frontline, die einigermaßen dort wegtankt. Ist schon ziemlich cool. Und Hilly geht halt viel zu deep hier. Und da der Alistair seine Combo schon raus hat, wird er hier nicht durchzählt. Abgesehen davon zieht sich TSM hier so schön zusammen. Und nimmt sich einen einzigen Kill. Was komplett fein ist. Man kriegt hier sogar noch einen Flash dazu gleich. Die Volibear Ult. Und das ist eigentlich aus TSM-Sicht natürlich sehr schön. Aber Hilly natürlich viel zu deep so und hat auch keinen Follow-up vom Rest des Teams. Dafür ist aber Fnatic's Lineup auch nicht gemacht. Also der einzige Champ, der auf Ranged Follow-upen kann, ist also Solution Ult zum einen und Jhin. Jhin kann obviously auch gut followen, auf egal wo du spielst. Aber der Rest ist da nicht so gut drin. So, und hier rechts sich das bei Björksen so ein bisschen sehr für sich selbst spielt, quasi. Also er ist immer sehr weit weg vom Team. Oder das Team sehr weit weg von ihm, je nachdem, ob man jetzt Björksen-Fan ist oder nicht. Und deswegen, also nur aus diesem Positionsfehler, sag ich mal, heraus, kann man Drake nicht untesten. Aber das ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen, warum man über Mitte pushen möchte, ne? Also Fnatic pusht jetzt die erste Wave Mitte und TSM kann die nicht annehmen. So. TSM ist schon hier am Drake, beziehungsweise will Drake Vision clearen. So, und jetzt nimmt Björksen die Mitte Wave an und muss natürlich safe laufen. Alistair covert ihn, damit Evelyn ihn nicht one-shotten kann. Alistair covert ihn und dadurch kommen beide zu spät. Und was Fnatic macht ist, okay, die erkennen, yo, zwei Leute haben gerade Mitte angenommen, ist verspätet. Wir würden jetzt gerne hier den Drake schnell machen. Alle rennen hin, klauen den Drake quasi, ohne überhaupt einen Fight ausbrechen zu lassen, weil in einem Teamfight kann TSM, wie gesagt, immer noch einiges machen. Die haben gute Tools eigentlich gegen die Gegner-Champs. Und mittlerweile hat Senna auch ein bisschen Damage, wie ihr sehen konntet. Ne? Also der Mana Moon Power Spike ist jetzt da. Ist sehr stark. Aber Alistar und Syndra können auch nicht. Also die Sache ist, können Alistair und Syndra hier reinmoven und Fnatic engagen? Vielleicht ja, aber ist halt schon saures Kant, ne? Hätte man probably probieren können. Und dann ist die Frage, kann man als Fnatic, als TSM den Follow-up mit Time? Und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir nicht sicher bin. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall besser gewesen, als Mitte Wave mit zwei Leuten annehmen und dann Drake abgeben. Und was ich ja auch überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum zum Fick die jetzt alle noch unten sind. Also die lassen sich quasi Fnatic in der Mitte push, geht zum Drake, nimmt Drake, klaut Drake. Dann zieht TSM nach unten, 5-Mann-Verbund unterm Drake, die contesten Drake aber nicht, weil sie nicht können, zeitlich gerade eben erklärt. Fnatic nimmt noch eine Mitte-Wave mit, wie ihr sehen könnt, die Wave kommt auch nochmal rein. Und jetzt ist TSM so langsam darauf, dass, also als wüssten sie nicht, dass da oben ein lila Wurm steht, der gemacht werden möchte. Und der Damage von der Evelyn auf den Nash ist auch sehr, sehr stark. Tatsächlich. Einmal von sehr, sehr guten Nash-Clear auch noch. Und nehmen jetzt einfach Nash mit. Und weil alle Champs vom Fnatic mobil sind, außer Rakan, Zwinker-Smiley,
Rex Splitter läuft auch seinen Flash, ne? Finde ich nice. Weil alle Champs mobil sind von Fnatic, können sie einfach den nächsten Objective auch noch stealen, mehr oder weniger. Und Fnatic steht jetzt da und der TSM steht jetzt da und denkt sich so, okay, what the fuck just happened? Und das Ganze ohne zu fighten, ne? Einfach nur über Team Basics, pretty much. Weil über Mitte, ich sag so, über Mitte pushen und dann zum Objective gehen, ist halt einfach ein Basic so. Basic Thing. Das lernt man so in der ersten Klasse beim Competitive Spielen. Ja. Scheiße, ne? Drakan einfach so immobil ist und sich da catchen lassen muss. So, Ziel für TSM, Ziel für Fnatic sollte jetzt sein, mehr einigermaßen breit zu spielen. Und Evelynn muss für einen Catch gehen. Der nächste Catch von Evelynn ist direkt ein Objective. Das muss das Ziel sein. Breit zu spielen heißt, die Solo-Lanes sind auf Sidelanes, im Best Case. In dem Fall ist Bippo Mitte mit dabei. Ist halt so ein bisschen Frontline auf jeden Fall. Kann er aber auch nicht viel machen, ne? Also. Und ihr seht schon, Evelynn befindet sich einfach nur zwischen den Lanes und versucht Leute zu one-shotten. Wieso versucht? Er one-shottet Leute. Flashable Wall und ja, Double Flash der nächste Worlds wieder. Was ich nicht verstehe, ist, warum Bippo Mitte mit dabei ist. Er hat doch sogar auch TP, wisst ihr? Das ist so. Und er sieht ja auch stärker, also es scheint, als wäre er stärker als Camille. So. Und er gibt jetzt einfach Camille den Tower und die Map ist halt. Also und der Evelynn Engage zwischen den Turrets, zwischen den TSM-Turrets, ist auch ausrechenbarer. Das ist eine Sache, die ich nicht unbedingt verstehe, muss ich zugeben. Das stärkt die Mitteposition, also Jhin ist nicht engagebar und so. Das ist auf jeden Fall machbar. Das covert den Jhin. Aber, oder auch Rakan in dem Fall. Aber lässt sich halt einen Tower verlieren, zwei Tower verlieren sogar. Und macht Evelynn ausrechenbarer. Da verstehe ich die Gedanken nicht hinter. Muss ich aber auch nicht. Fnatic hat trotzdem die Turrets bekommen. So. Jetzt ist der Level-Advantage bei Fnatic so groß, dass man jetzt wahrscheinlich auch einfach für Teamfights gehen kann, ne? Also wir haben ja, wenn wir die Level ganz kurz durchgehen, Support ist auf dem gleichen Level, aber Jhin ist zwei Level über Senna. Mitte ist even, Jungle ist drei Level Unterschied. Also eine Level 16 Evelynn ist ein absolutes Mega-Monster. Und der Champ ist sowieso schon nicht balanced, aber wenn du den auch noch so, also wenn er auch noch Level 16 ist, kann Fnatic auf jeden Fall für ein Teamfight gehen, für den entscheidenden. An der Stelle. Lucian hat ja auch Scaling. Lucian ist im Moment sehr unbalanced, weil er so eine super starke Laning Phase hat. Mitte, wohlgemerkt. Und dann noch super gut scaled mit dem Bild, was Nemesis hier so ein bisschen eingeführt hat, ne? Also. Der geht quasi gar nicht auf Attack Speed, er holt sich nicht mal die. Also, er hat sich nur Mercs und resettet dann quasi seine Auto-Attacks, beziehungsweise holt sich dann seinen DPS über seine Passive. Mana Moon scaled halt auch immer insane nice und die Landing Phase ist trotzdem noch einigermaßen stark, also ist schon einfach. Lucian einfach schon gut busted. Deswegen auch ein bisschen, man muss sagen, ein bisschen arrogant. Ich will nicht sagen arrogant, aber G2 hat gegen Fnatic verloren, als sie Lucian Evelynn gespielt haben. Und TSM dachte sich so, fuck it, ne? Was kann Fnatic schon?
Das können wir besser als G2. Und dafür werden sie ein bisschen bestraft. Björksen tippet übrigens hier in der. Also, tippet, weil er missklickt. Passiert, aber ist auch. Also, passiert natürlich, aber ist auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass man sehr unter Stress steht. Also, dass man jetzt quasi 30 Minuten lang Stress ausgesetzt war von der Evelyn. Würde ich mal so einschätzen, einfach. Okay? Wenn du die ganzen. Wenn du das ganze Game über mit einer unsichtbaren Gefahr, mit einer unsichtbaren One-Shot-Gefahr spielen musst, ist das ein sehr, sehr hohes Stresslevel, den du dich da aussetzen musst. Nette geht hier für einen Teamfight. Und wir sehen könnt, wenn Broken Blade hier nicht übermotiviert ist, aber jetzt kein schlechtes Game von ihm, ne? Aber der ist halt hier sehr, sehr übermotiviert hier und geht viel zu deep. Und wird dafür auch gepunished zurecht. Aber ihr konntet gerade so ein bisschen die Teamfight-Tools sehen, von denen ich gesprochen habe. Kommt ein Replay? Ich weiß es gerade nicht. So, Frey kann übrigens wieder hier Mitte Push holen, ne? Uncontested wieder einmal, weil gerade ein Teamfight passiert ist. Und es geht Fnatic wieder für Nash. Nash geht an Fnatic. Jetzt mehr oder weniger runtergerannt. Ihr seht aber in jedem Fight so ein bisschen die Disengage-Tools sind bei TSM auf jeden Fall da, ne? Wenn uns kurz die Fights, ich auch mal rafft, wie kann man Champions picken, wie draftet man die, wieso ist Champion X gut gegen Champion Y? Die Situation, das ist ja nun mal ein sehr, sehr guter Flank von Fnatic, ne? Wir sprechen aber, wir haben natürlich auch ein bisschen Follow-up-Problematik hier. Das ist die Follow-up, das ist der Follow-up, von dem ich gesprochen hatte. Lucian Ult kann Follow-upen, Jhin kann auch immer Follow-upen auf sowas. Und ihr seht, dass Alistar als alleinige Frontline sowohl die Lucian Ult tanken kann, als auch die Jhin Ult. Und beide sind 10 Level über dir. Lass das ein Braum sein und der ist halt sehr schnell weg. Lass das sonst wen sein, also ein anderer Support sein und du bist einfach tot. Selfmade Double Flank dann hier rein. Und kann aber auch nicht wirklich durchgehen, weil er respektieren muss, ne? Bekommt hier Damage und muss einfach respektieren. Und hier kommt auch der Disengage von Syndra zum Beispiel rein, die anscheinend ihre Ult noch nicht anders nutzen konnte. Und wenn Broken Blade hier nicht den Fight komplett falsch liest, und das ist einfach ein sehr schlechter Read auf den Teamfight, wenn er die Situation früher spielt und früher auf Jhin drauf geht, kann er vielleicht die Jhin-Ult abbrechen oder sowas. Und selbst dann ist es wahrscheinlich nicht gut, weil keiner, also TSM ist nicht in der Position zu töten oder den Fight zu turnen, die sind nur in der Position zu überleben. Wenn Broken Blade überhaupt nicht engaged, überhaupt nicht committed, dann geht hier vielleicht nicht mal für einen Nash unbedingt, ne? Also was ich mit dem Replay kurz zeigen wollte, ist, TSM hat gerade bei Goldgleichstand die Tools, um sich zu wehren gegen das, was Fnatic macht. Aber es gab halt, die haben halt einen Goldvorteil, Golddefizit, wie auch immer, gegenüber Fnatic einfach. Und dann hat die Fights dann sehr viel schwieriger zu spielen. TSM overcommitted übrigens, nach dem verlorenen Fight haben sie noch gedacht, die könnten Nash verhindern. Und das punished Fnatic hier mit einem Double-TP. Sehr stark gespielt. Und so schnell ist das Game eigentlich vorbei, ne? Hat jetzt Fnatic super viel gegen TSM gefightet? Not really. An sich hat sich nur Evelyn hochgefarmt. Evelyn hat das Game quasi ohne dass Selfman aktiv spielen musste. Dass Selfman aktiv etwas tun musste. Konnte TSM nichts machen, weil sie zum einen zu wenig engaged hatten. Und zum anderen hat aber auch Fnatic sehr gut die Fights nicht genommen, wo TSM hätte gewinnen können.
Und am Ende des Tages gewinnt deswegen Fnatic, weil sie gutes Makro hatten und den besseren Draft mit Lucian Evelyn. Man könnte vielleicht von einer Jungle Diff sprechen, wenn man möchte, ne? Aber das wollen wir nicht, denn Jungle Diff existiert nicht in League. Ja, das war die erste Analyse. Hoffe, hat euch gefallen. Die nächsten werden besser, umso mehr halt jetzt Worlds Games kommen, umso mehr werde ich mich da einarbeiten. Macht's gut. Tschüssi.